So, da gehen wir auch schon direkt in die nächste Aufgabe rein, nämlich durchsuche Truhen oder Munitionskisten in Risszonen. Also da empfehle ich halt wirklich Gruppenkeile, weil da habt ihr eure Ruhe, was Looten betrifft. Klar, es sind auch noch andere da, aber ich denke mal, die 20 Dinger da aufzumachen, wird nicht das Problem sein. Ich gehe auch direkt schon rein. Dann möchte ich natürlich bedanken für die 154 Abonnenten. Dürfen gerne noch mehr kommen, also wenn ich bis jetzt schon helfen konnte, mehrmals wahrscheinlich schon, gerne mal ein Abo dalassen. Ihr wisst auch, Support ist kein Mord. Und ihr wisst ja auch, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann lass jetzt dein Abo da. Wenn ihr wissen wollt, wie unten das mit dem Gewinnspiel abläuft, beziehungsweise den Paysafe-Code, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert, wie ihr gucken könnt, ob der Code noch aktiv ist, beziehungsweise das Guthaben da ist und ihr auch sehen könnt, ob ihr den Code geknackt habt. Einfach in der Videobeschreibung abchecken, ihr wisst schon. So, das wäre das. Und die nächste Zahl gibt es bei 160 Abonnenten. Also, wie gesagt, gerne abonnieren. Ihr helft euch selber. So könnt ihr noch 10 Euro nebenbei verdienen. Und ihr habt mich gleichzeitig supportet. Im Prinzip einfach eine Win-Win-Situation. So, wo haben wir denn hier die erste? Da würde ich sagen, ja, Tilted habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Eigentlich könnte ich... Ja, dann gehe ich Loot Lake runter. Ich denke zwar, da gehen viele jetzt hin. Aber ich denke mal, 20 Kisten, Truhen etc. kriegen wir wohl da auf. Ist ja alles Truhe, Munitionskisten. Einfach direkt schon mal ins Gebäude rein. Ich denke mal, da kriegen wir schon 2-3 hin. Wundert euch nicht, warum hier so viele hinfliegen, weil es ist ja auch noch die Aufgabe aktiv mit, sag schon, wie heißt es, mit den ganzen Kills und alles. So, können wir auf zu lenken, aber Lex heißt meistens, es ist ein Gegner da. Ich hab's gewusst. Ich weiß gar nicht, was ich an Waffen habe. Ja. Da müsst ihr euch auch dran gewöhnen. So, dann gehen wir aber direkt in die nächste Zone. Und ihr seht ja, in jeder Risszone ist die Hölle los zurzeit. Aber ist klar, alle wollen sie ihre Aufgaben machen. In den Risszonen war anscheinend nicht so viel los, wie es scheint. Wo war hier der Gegner? Oh, nicht laggen. Ich höre doch hier noch eine Kiste. Wie kommt man denn hier? Holt ich die hier auf dem See? Aber links da schon mal wieder was. Unsere Kills haben wir ja schon. Ach, da also. Natürlich holt er mich weg. Hab auch nichts anderes erwartet. Das Schlimme ist halt, ich will einfach nur Kisten aufmachen. Ja, zack. Ey, was ist das denn, ey? Kann doch nicht sein. Oh Gott, Leverkusen hätte gerade so safe das Unentschieden machen können.
Vielleicht kriege ich hier einen Anfall. Das kann ja nicht sein, ey, dass ich dieses Waffenduell hier verliere. Mann, Mann, Mann. Komm, mach. Wird mir aggressiv, ey. Ja, toll. Also, alle Risszonen auch schon besucht. In einer Runde. Nehmen wir halt die beiden Aufgaben mit rein. So, hier sind noch bestimmt noch ein paar Kisten. Nee, hier hat anscheinend schon einer alles weggeholt. Ja, die war offen. Unter der Treppe ist nichts. Da wünscht man sich manchmal einfach wirklich in Ruhe looten können. So, wie ihr gesehen habt, mit den drei Risszonen, ihr könnt euch gar nicht gegen wehren, die zu machen. Die so schnell mitgemacht. Boah, ich suche doch eigentlich nur Munitionskisten. Sonst werden sie auch nie aufgemacht. Gucken wir unterm Dach, wie früher. Naja, falsches Gebäude. Hey, doch, früher konnte man doch hier ins Dach gehen, oder nicht? Oh. Also ich mag diese Zone hier überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur nervig. Nee, man kann nicht mehr ins Dach gehen. So, nerv nicht hier rum. Ich will meine Aufgabe hier fertig kriegen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Gut, hier war noch gar keiner drin. Das ist perfekt. So, ich suche in erster Linie nur Munitionskisten. Oh, jetzt muss ich wieder aufs Dach, oder was? So, da sind wir schon bei 10. Ja, wunderbar. Dam bam 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 bam. Munitionskisten. So, da sind wir schon bei 13. So, komm, mach den Scheiß weg. Ich will nur Munitionskisten, mehr will ich hier gar nicht. Ihr könnt den Loot haben. Hör doch auf mit dem Scheiß. Müsste eigentlich ein Perma-Bann geben dafür. Links benutzt, Bann. So, ich glaube, hier war es das jetzt erstmal. Mehr werden wir hier, glaube ich, nämlich jetzt nicht mehr finden. Da waren wir schon drin. Ach, jetzt auch nicht da hinten, die Kiste ist noch offen. Zack, wunderbar. Schmeckt.
So, hier sind noch bestimmt noch Munitionskisten. Hier war früher immer Munitionskisten. Wie viel haben wir denn jetzt? 14. Naja, ich glaube nicht, dass ich diese 6 Stück jetzt noch finde. Ja, hier waren wir ja schon. Oh, nee. Ich will raus aus der Zone hier. Safe zu mir. Ich hab dich mitgeholt. Das hast du davon. Der kam aber auch genau im richtigen Moment da rein. Und jetzt habe ich keine Pump. Ich krieg einen Föhn. Schön. Schön, ich sehe auch keinen. Ja, ist immer gut, wenn man keinen Gegner sieht. Oh, dort ein 4-2-0. Toll. Wie kann man freiwillig in das Gebiet gehen, ey? Eine Pump wäre bitte nicht schlecht. Keine Pump. Ach, dann hat sie... Dann haben die ein Schutzschild, was schon ist. Hat er doch weggeholt. Schön auch noch unauffällig. Ah, toll, jetzt brauchen wir hier erstmal nichts machen. Natürlich. Oh Mann, ey. Aim 200 plus. Wie kein Schuss connected. Ich hätte gern eine Pump.
Sinnvolles dabei. Ah, dann sind hier geschützt. Was? Wie soll das denn gehen? So, aber mit den Kisten, Truhen, alles habt ihr jetzt gesehen. Ganz entspannt. Jo. Ich helfe ihm bei seinem Kill und werde dann von hinten weggeholt. Das ist natürlich auch ganz großes Kino. Gott, hier war wieder Bob der Baumeister voll aktiv. Ich weiß gar nicht, für was ich dabei habe. Ich benutze ihn nie. Echt krass, dass das überhaupt abgefangen werden kann. Easy. Ja, alle auf mich. Ja. Pistole? Ne, war ein Gewehrschuss. Ach, nee, nee. Aber Hauptsache schon mal eine Aufgabe wieder geschafft. Hier gammelt keiner rum. Es ist manchmal echt zum Kotzen. Ey. So, 7 Leute noch. Fünf nur noch. Ah, werden die safe schaffen. Wenn ich jetzt 2 Stück weggeholt habe. Das ist der Hammer. Ne, Maschinenpistole. Ich wollte nämlich gerade sagen, das war doch keine Pistole.
Da hat er den Kill gemacht. Ich war live dabei. So, wie ihr gesehen habt, die Kisten zu öffnen, easy weg. Und dann natürlich noch drei Risszonen, aber in Gruppenkeile überhaupt kein Ding. In dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen, falls ihr helfen konnte. Und die anderen, like, kommentieren, seid der Erste und haut rein.